Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Wir sind in der Zwischenrunde angelangt. Am Ende gibt es noch die Auslosung für die Viertelfinalpartien. Es kommen zwei Mannschaften aus den Gruppen jetzt jeweils weiter. Das sind die Partien. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Nochmal danke, dass es so gut ankommt. Und dann kann es jetzt losgehen mit Bremen gegen Gladbach. Den Auftakt in die Zwischenrunde machen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Gladbach in den hellblauen Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang. Oskar Wendt lässt sich hier auf ein 1 gegen 1 ein gegen Augustinsson, verliert das Ganze, aber der alleine vor Jan Sommer. Das muss es natürlich schon sein. Wenige Sekunden waren da erst gespielt. Nun Borussia Mönchengladbach das erste Mal mit dem Versuch nach vorne wirklich konstruktiv zu einem Abschluss zu kommen. Es geht wieder in die andere Richtung. Jan Sommer hier mit der guten Parade schnell genug auf dem Boden. Die erste Minute war hier wirklich turbulent, weil beide Power machten. Player jetzt mit dem Ballgewinn. Alassane Player nutzt das aus. 1:0. Eine knappe Minute war hier erst gespielt. Die folgende Minute brachte nicht mehr so viel, aber nochmal Augustinsson trifft nur den Pfosten. So stand es zur Pause 1:0 für die Gladbacher, die etwas Glück hatten, dass Jan Sommer im Kasten so gut parierte. Zweiter Durchgang. Klaassen versucht da zu zaubern. Das gelingt ihm auch, wird freigespielt, scheitert wieder mal an Jan Sommer. Der Schweizer richtig gut drauf hier auf kleinem Feld. Denn Reaktionen sind sowieso die Stärke des Jan Sommer. Hier muss er dann eher weniger eingreifen. Werder Bremen tat sich jetzt schwer, gute Chancen zu kreieren. Gladbach stand kompakter in der Defensive und wollte den Vorsprung nicht mehr hergeben. In dieser Zwischenrunde ist ja jeder Verlust ein Risiko, rauszufliegen. Und das musste dann Werder Bremen auch so hinnehmen. Sie konnten es nicht mehr ausgleichen, verlieren das erste Spiel in der Zwischenrunde mit 1:0 und stehen jetzt unter gehörigem Druck. Verloren ist aber allerdings noch gar nichts. Wolfsburg gegen Leverkusen, das Auftaktspiel in die Gruppe F zwischen eben dem VfL und Bayer 04. Bayer hier mit der Chance durch Kevin Volland. Das muss es sein, die Chance, aber noch nicht vorbei. Bailey Luxaver Schlager den Ball ab, trifft dann nur den Pfosten. Gute Auftaktphase von Leverkusen. Wolfsburg fand dann aber auch besser rein. Da ist Joao Victor, der dann auch trifft. Das 1:0 erzielt. Erst Pech hat, doch gut nachsetzt. Radetzky überwinden kann. Eine Minute vor dem Seitenwechsel. Leverkusen nach vorne. Kai Havertz kann da fast den Fehler ausnutzen. Castells reißt die Arme rechtzeitig noch hoch. Mitchell Weiser zu Bailey und Ausgleich. 30 Sekunden waren da noch zu spielen. Der Jamaikaner macht das hier ganz lässig mit dem rechten Fuß. Lässt da Castells keine Chance. 1:1 nach 3 Minuten. Richtig gute Partie und sogar schon mit 2 Treffern gesegnet. Nun die Wölfe. Xaver Schlager gegen Kevin Volland. Wie war das? Macht es überragend. Und er belohnt sich mit dem Treffer. Richtig tolle Aktion hier. Nimmt da Kevin Volland richtig aus und überlistet dann noch Radetzky. Der VfL besser im zweiten Durchgang. Doch dann dieser Fehler. Leon Bailey vor Castells. Muss es natürlich machen. Schafft es aber nicht. Doch Leverkusen blieb dran. Wollte jetzt den Ausgleich erzwingen. Bailey mit dem Ballverlust. Breker los. Geht schnell in die andere Richtung. Robin Knoche mit diesem Rückpass zu Radetzky. Die letzten Sekunden. Es kam nicht mehr von Leverkusen. Sie müssen sich geschlagen geben mit 2:1. Stark von Wolfsburg. Gewinn hier durchaus verdient zum Auftakt in die Gruppe F. Die Ausgangslage für Borussia Mönchengladbach sieht ganz gut aus. Das erste Spiel gegen Bremen konnten sie ja gewinnen mit 1:0. Jetzt ist Hoffenheim auch in der Zwischenrunde drin. Sie spielen ja dann am letzten Spieltag noch gegen Werder Bremen. Hier mit dem ersten Abschluss in die Arme von Jan Sommer. Hoffenheim legte aber durchaus einen mutigen Auftritt an den Tag. Gladbach würde einen Punkt ja sicher reichen. Stafylidis kann den hier aber fast schon mal aus den Händen reißen, diesen Punkt. Doch der Rückstand für Gladbach wollte nicht fallen.
So kam sie dann auch selber zur ersten Möglichkeit. Doch die Keeper hatten hier mal wieder weitestgehend die Oberhand. Nico Elvedi, auch schon erfolgreich gewesen in diesem Turnier, zu Jonas Hofmann. Stark wieder pariert. Die erste Hälfte neigte sich dann dem Ende zu. Zakaria gegen Stafylidis. Und jetzt muss er es machen. Jetzt muss er es machen. Er schafft es einfach nicht, an Sommer vorbeizukommen, der schon im ersten Spiel überragend hielt. So stand es nach 3 Minuten. 0:0. Der zweite Durchgang dann zäh. Gladbach stand jetzt kompakter in der Defensive, wollte nun wirklich nichts mehr anbrennen lassen. Das 0:0 nehmen sie hier sehr gerne mit. Aber wieder so ein Fehler, wieder zu Stafylidis, und wieder schafft er es nicht, das auszunutzen. Das war fahrlässig, was sie da spielen. Borussia Mönchengladbach wagte sich nun auch nochmal nach vorne. Baumann bekommt den Ball aber direkt zwischen die Flossen. Nun auch das Ende des zweiten Durchgangs. Das wäre katastrophal nun gewesen für Hoffenheim, den Treffer zu kassieren. Mit dem 0:0 stehen sie besser da gegen Werder Bremen. Ein Punkt würde ihnen dann reichen. Gladbach ist schon sicher im Viertelfinale. Leverkusen steht unter gehörigem Druck. Sie verloren mit 2:1 gegen Wolfsburg, sind jetzt gezwungen, gegen die Hertha 3 Punkte einzufahren. Ansonsten ist wohl Schluss. Marius Wolf holt sich den Ball. 10 Sekunden gerade mal gespielt. Der perfekte Beginn für die Hauptstädter hier in der heimischen Halle. Und Wolf dann artistisch. Schlecht für Leverkusen. Selbstvertrauen hatten sie hier nicht mehr. Niklas Stark zu Löwen. Aber nur an die Bande. Havertz nun in die Arme von Jahrstein. Dann geht's mit etwas Glück in die andere Richtung. Stark zu Davy Selke. Super gespielt. Doppelpack Marius Wolf. 2:0 für die Hertha. Und jetzt musste Leverkusen mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Treffer erzielen, um noch eine Chance zu haben. Sie bekamen eine, zumindest vor dem Pausenpfiff, doch für Jahrstein war das kein Problem, den ganz einfach abzufangen. 0:2, perfekte Ausgangslage für die Hertha. Mit diesem Resultat wären sie schon sicher im Viertelfinale. Leverkusen setzte nun aber nach und hatte Glück. Bender mal wieder mit dem Treffer. Viel Glück dabei vom Pfosten an den Rücken von Rune Jahrstein. 1:2 und das 2:2. Würde Leverkusen schon viel weiterhelfen. Davy Selke zu Stark. Löwen, nochmal Löwen. Im zweiten Versuch hat Radetzky dann die Pille. Die letzte Minute schon am Laufen. Das ist Löwen, der zweimal wieder zuschieben darf. Einmal ist er dann erfolgreich. Macht hier alles klar. Schießt Leverkusen aus dem Turnier. Damit Wolfsburg und Hertha schon vor dem letzten Spieltag sicher im Viertelfinale. Entscheidungsspiel in Gruppe E. Hoffenheim gegen Werder Bremen. Das 0:0 bringt Hoffenheim in die nächste Runde, weil sie einen Punkt haben. Werder Bremen verlor ja sogar gegen Gladbach. Muss hier gewinnen, kann es dann aber dementsprechend auch aus eigener Kraft schaffen. Ist auch logisch in so einer kurzen Runde. Erste Minute war abgelaufen. Hoffenheim hatte die erste Chance. Nun fand Werder Bremen in den Spielfluss hinein. Lang trifft nur die Bande. Baumann stürzt sich dann auf den Ball. Pavlenka spielt hier ein bisschen mit dem Feuer, wird aber belohnt für diese Aktion. Zum Angriff passt es dann, dass Bargfrede den Ball wirklich harmlos nur an die Bande schieben kann. Viele 1 gegen 1 Situationen, immer wieder gefährlich. Hoffenheim aber ohne Glück. 0:0 zur Pause. 3 Minuten Zeit für Werder Bremen, einen Treffer zu erzielen. Der würde ihn schon lang ins Viertelfinale einzuziehen. Und so spielten sie auch. Jetzt mutiger nach vorne, aber wieder mit Risiko besetzt. Pavlenka, schwacher Ball, das kann hier ausgenutzt werden von Lokardia, aber nicht zum Treffer, nur zu einer guten Torchance. Es war robust geführt, diese Partie. Yuya Osako muss eigentlich in die Mitte spielen, schließt selber ab. Falsche Entscheidung. Die Zeit lief davon. 1,5 Minuten nur noch zu spielen. Hoffenheim mit Lokardia. Die Bälle immer wieder abgefälscht. Pavlenka mit einer guten Reaktion.
Wenige Augenblicke später Osako. Schöne Einzelaktion. Jetzt vielleicht mal. Nein, auch aus der zweiten Reihe will es nicht klappen. 10 Sekunden noch zu spielen. Gute Chance. Pavlenka hält und damit Bremen im Spiel. Gibt es nochmal die Chance? Das wäre jetzt die Möglichkeit, doch noch einzuziehen in die letzte Runde. Die Möglichkeit ist da, aber wird verpasst. Bargfrede in die Arme von Baumann. Hoffenheim schießt kein Tor und zieht trotzdem mit Gladbach ins Viertelfinale ein. Hertha gegen Wolfsburg ist eigentlich nur noch als Spaßpartie zu sehen. Denn auf den Tabellenplatz kommt es nicht an am Ende. Trotzdem kann man sich zumindest Selbstvertrauen holen oder es sich nehmen. Was Jahrstein dagegen Mehmedi veranstaltet, ist absolut fraglich und sollte man sich in so einem Turnier auf keinen Fall erlauben. Auch wenn man schon sicher weiter ist. Doch doppelte Fehler hier bestraft Mehmedi doppelt. Der Schweizer mit dem 2:0 zweimal nimmt er die Aussetzer von Jahrstein dankend an. Wieder ein Fehler, diesmal nicht von Jahrstein, Mehmedi, aber ist es egal, von wem er sich die Pille holt. 3:0, dickes Ausrufezeichen, so ging es dann auch in die Pause. Für Hertha lief es hier richtig schlecht, nachdem sie das Spiel zuvor richtig gut absolvierten gegen Leverkusen. Zweiter Durchgang sah erst nicht besser aus, Wolfsburg mit der nächsten Chance, Jahrstein stürzt mal wieder auf den Ball. 1,5 Minuten noch zu spielen. Das trudelte jetzt hier so ein bisschen aus. Es war klar, für Wolfsburg geht hier nichts mehr. Man wollte zumindest das vierte Trefferchen vermeiden. Das schafften sie dann auch. Es gab nochmal eine Chance. Und Hertha kam dann noch zum Ehrentreffer. 1:3 verlieren sie hier, ziehen aber wie gesagt trotzdem in die nächste Runde ein. Jo, dann hier einmal ganz kurz die Ergebnisse im Überblick und was das bedeutet. Bremen und Leverkusen verabschieden sich damit leider aus dem Turnier. Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg und Hertha werden jetzt den Erstplatzierten aus den jeweiligen Runden zugelost. So sieht das Ganze aus. Frankfurt, Paderborn, Bayern und Dortmund sind dabei. Die Zahlen haben wir hier auch einmal im Überblick. Gladbach als erster Platz der Gruppe E, Hoffenheim als zweiter Platz der Gruppe E, Wolfsburg als erster Platz der Gruppe F und Hertha dementsprechend als zweiter Platz der Gruppe F. Erste Zahl für Frankfurt, es ist die 1, das heißt Frankfurt gegen Gladbach, gar nicht mal so uninteressant. Ja, ich habe jetzt einfach mal so eine unspannende Würfel-App genommen, für mich das einfachste und fairste. Und wenn wir genau hinschauen, Frankfurt gegen Gladbach, die haben in der Gruppenphase nicht gegeneinander gespielt und somit ist das ein legitimes Duell. Jetzt wartet Paderborn auf seinen Gegner. Und da steht jeder Potenzial zur Auswahl, denn weder Hoffenheim, Wolfsburg noch Hertha haben in der Gruppenphase gegen sie gespielt. Es ist Wolfsburg, das ist ebenfalls legitim, Paderborn gegen Wolfsburg. Nun kommen wir aber zu dem Szenario, dass Bayern in der Gruppenphase gegen Hoffenheim und Hertha gegen Dortmund gespielt hat, beziehungsweise Dortmund gegen Hertha. Und damit sind die automatischen Partien auch ausgelost. Das heißt, Bayern spielt gegen die Hertha und Dortmund gegen Hoffenheim, da eben ein Duell aus der Gruppenphase aus der ersten nicht wiederholt werden soll. Das ist der Turnierbaum. Geht dann in der nächsten Zeit weiter, wahrscheinlich am Dienstag. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs dabei sein und adios.